Smart Home. Ich bin ja ein Fan von Smart Home. Wenn man der Alexa sagen kann, fahre die Rollläden auf 100% oder auf 50%, schalte die Lichter an oder aus oder irgendwas anderes oder die Heizung. Ja, bei mir zu Hause habe ich relativ viel Smart Home. Ich habe relativ früh begonnen mit dem RWE-System. Aus RWE wurde später dann Innogy, danach Livisi. Ich glaube, jetzt wird das gar nicht mehr unterstützt, aber so wie ich haben ja auch sicherlich viele andere auf RWE gesetzt. Ja, und werden insbesondere dann, wenn es noch die erste Generation an Unterputzschaltern war, ja, festgestellt haben, dass es da doch ab und zu mal Probleme gibt. Und was da so für Probleme kommen können und wie man sie auch teilweise reparieren kann, das wollte ich in meinem Video kurz zeigen. So, was schaue ich mir heute genauer an? Den ISS2 und den ISR2. Das sind ja die typischen Unterputzschalter, die man so in der Regel verwendet. Insbesondere die der ersten Generation, die haben einen Serienfehler. Das kann man überall googeln. Da ist ein Kondensator, der ist unterdimensioniert, das ist der C26. Das schauen wir uns gleich mal genauer an. Dann gibt es auch den einen oder anderen Fehler, den man auch häufiger hat. Ich versuche mal so ein bisschen darzustellen, wie diese Schalter aufgebaut sind, wie sich diese Fehler auswirken. Naja, und auch wie man sie beheben kann. ISR2, das ist ein ganz normaler Lichtschalter. Der schaltet um. Den kann man auch in Kreuzschaltung benutzen. Der kann sogar Strom erkennen. Das ist übrigens schon ein häufiger Fehler in der Konfiguration, dass die Stromerkennung an ist und der Schalter dadurch schaltet. Wenn das wirklich nur ein Lichtschalter ist, der nicht in Kreuzschaltung ist, also nicht in einem Verbund von mehreren Schaltern im Haus, sollte man diese Stromerkennung ausschalten. Dann gibt es da schon mal weniger Fehler. Aber das ist nicht das Problem, was man mit diesem Kondensator hat. Der Kondensator ist, ich habe noch so ein paar beiden Schalter, wie sie von innen aussehen. Der Kondensator, das ist genau genommen der hier, der betroffen ist, beziehungsweise dieser hier im ISR, nee, im ISS2. So sehen sie von innen aus. Wichtig zu sehen ist, erstmal grundsätzlich, dass das Ding, ich fange mal vielleicht so rum an, ist so aufgebaut, dass das Ding aus zwei Platinen besteht. Relativ einfach auseinanderzunehmen. Die untere Platine geht in der Regel nicht kaputt oder sehr selten kaputt. Was hier ist der Funkempfänger. Das ist dieses Modul. Das ist ein aufgelötetes Sendeempfangsmodul mit einer kleinen Antenne, die hier irgendwo unter dieser Platine verlegt ist. Wenn der Schalter keine Verbindung mehr zur Basis hat, dann sollte man erstmal versuchen, das Ding zu resetten. Das heißt, im eingebauten Zustand die Reset-Taste für länger als 10 Sekunden drücken, gucken. Leuchtet die überhaupt? Passiert überhaupt was? Fängt sie an zu blinken? Wenn das noch blinkt, aber keine Verbindung zur Basis hergestellt ist, naja, dann hat man wahrscheinlich einen Defekt an dieser Platine. Häufig, wenn diese Platine kaputt ist, wird sie auch sehr warm werden. Das wird man dann auch fühlen können, dass der Schalter sich an der Stelle etwas aufwärmt. Die Taster selbst, ja, ich habe noch keinen gesehen, der wirklich kaputt gegangen ist. Die sind eigentlich auch relativ sicher. Das heißt, wenn der Funkempfang funktioniert, dann ist in der Regel diese Platine auch gar nicht kaputt. Sondern was kaputt ist, ist dann, das ist getrennt mit dieser Isolationsdings, was kaputt ist, ist dann eher diese Platine. Da gibt es zwei typische Fehler. Also wenn dieser Kondensator kaputt ist, bei einem ISR-Schalter, bei einem Lichtschalter, dann macht dieser Schalter, ja, da hat er teilweise ein verrücktes Verhalten. Er schaltet sich sporadisch an, aus, fängt an zu klackern. Der macht verrückte Dinge, dieser eine Kondensator. Wenn man ihn austauscht, ist Ruhe. Bei einem Rollladenschalter ist es so, dass der Rollladenschalter manchmal nicht lang genug runterfährt, oder auch teilweise sporadisch reagiert. Ja, und Grund ist, dieser Kondensator hier ist von Werk aus, insbesondere bei den allerersten Modellen, unterdimensioniert. 10 μF, 16 Volt steht drauf, 85 Grad.
Das sollte man austauschen mit einem 10 μF, 25 Volt und 105 Grad. Wenn man das umgebaut hat, hat man auch eine Regel Ruhe, dann passiert auch nichts mehr. Dieser ESR hat allerdings noch mehr Probleme, die auftauchen können. Nämlich hier ist im Gegensatz zu dem Lichtschalter, der Lichtschalter hat ein Relais und der ESR 2 hat zwei Relais. Das hier ist ein Einschaltrelais und das hier ist ein Umschaltrelais. Das heißt, damit man den Rollladen hoch und runter fahren kann, muss er natürlich erstmal zunächst eingeschaltet werden und dieses Relais entscheidet darüber, ob er hoch oder runter fährt. Ich springe aber ganz kurz vom Thema weg. Ich sehe es nämlich gerade, hier ist noch dieses braunrote Teil, ist eine Sicherung. Also wenn der Schalter übrigens gar nicht mehr geht, dann lohnt es sich auch mal, diese Sicherung auszutauschen. Die kann man überall nachkaufen. So und ja, denn das ist meistens ein Zeichen dafür, dass die gesamte Stromzufuhr unterbrochen ist. Aber vorher gucken, ob hier irgendwo verschmorte Teile sind, dann sollte man diese Sicherung auch gar nicht austauschen, weil dann wird sie wieder durchbrennen. Wenn die Platine verschmort ist, da nochmal ein Hinweis, habe ich auch schon gesehen, am besten die Finger davon lassen, weil dann ist wirklich zu viel kaputt. Dann lohnt es sich vermutlich nicht mehr. Aber bei kleineren Fehlern, wie gesagt, Kondensator, Relais, das schauen wir uns mal genauer an, was da los ist und auch wie diese Kondensatoren hinterher aussehen. Warum oder was mit diesen Kondensatoren, diesen defekten Kondensatoren genau passiert ist. Zunächst, um zu zeigen, was passiert, habe ich einen schönen Schalter gefunden, der noch kaputt ist, den ich nicht repariert habe. Dazu habe ich mir mal dieses Testbrett aufgebaut. Das ist um Gottes Willen bitte nicht nachbauen. Das habe ich nur gebaut. Der Kollege aus dem benachbarten Kanal Provut wird sicherlich die Hände über den Kopf schlagen und sagen: Um Gottes Willen, was ist das für eine Verdrahtung? Mit diesem Ding teste ich in der Regel Schalter, die ich mal so repariere. Damit kann ich ein ISR testen, ein ISS testen und habe mir hier so zwei Steckdosen, wie ich jetzt gerade über hatte, und sehen die nicht mal gleich aus, hingebaut, um zu gucken, schalten sie, funktionieren sie, ja oder nein. Und wir gucken jetzt heute mal ein ISR an, der defekt ist. Also einen Rollladenschalter. Ich habe mir tatsächlich anfangs überlegt, diesen Rollladenschalter mit einem richtigen Rollladenmotor zu betreiben für dieses Video. Aber ich gedacht, naja, das ist jetzt ein bisschen viel Gefummel. Dann rollt das Ding hier auf dem Schreibtisch rum. Letztendlich ist ein Rollladenschalter so verkabelt. Man hat zwei Phasen. Hier ist es eine braune und eine schwarze Leitung, hat einen Nullleiter und einen Schutzleiter. Ja. Um das zu zeigen, geht das aber auch anders. Was relativ Einfaches ausgedacht. Und zwar, lass mal die Lampe ein bisschen anders, oder die Kamera ein bisschen anders einstellen, werde ich einfach mal hier so eine Stehlampe in die Steckdose stecken. Ein bisschen höher machen hier. So. Oh, hält nicht. So. Und die eine Seite, jetzt haben wir noch irgendwo so eine Stehlampe ausgesucht. Ach, für die Kamera mache ich es anders. Ich lege mal die Lampen hier hin. So, dann kann man es vielleicht besser sehen. Hier sind die beiden Lampen. Ist ja auch egal was. Ich habe jetzt einfach mal zwei Verbraucher angeschlossen, die das Hochfahren und das Runterfahren simulieren sollen. Ja? So, das heißt, ich habe die eine Phase. Moment, ist das ein ISR? Ja, das ist ein ISR. Wir haben ja hier mehrere Ausgänge. Wir haben den Nullleiter, den L-Leiter als Eingang und dann wird der L-Leiter umgeschaltet oder ein- und umgeschaltet auf 1 und auf 2. So, das ist 1 und das ist 2. Oder umgekehrt, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Aber der Schalter ist ganz schön, weil der wirklich nicht funktioniert. So, folgendes passiert. Ich habe den jetzt nicht hoch und runter eingebaut, sondern rechts, links. Das ist jetzt für mich etwas einfacher. Programmiert habe ich den auf 5 Sekunden hochfahren und 5 Sekunden runterfahren, damit wir das etwas schneller hier in diesem Video zeigen können und darstellen können. So.
Also, wenn ich runterfahre, 2, 3, 4, 5, geht 5 Sekunden lang diese Lampe an. Sprich, der Rollladen wäre jetzt runtergefahren. Jetzt drücke ich auf nach oben und sieht man schon, dieselbe Lampe geht an. Das heißt, er schaltet gar nicht um. Und das ist tatsächlich ein häufiger Fehler. Und er hat auch keine 5 Sekunden gebraucht. Das ist der zweite Fehler. Das ist wiederum der Kondensatorfehler. Also dieser Schalter hat wirklich beides. Er hat ein defektes Relais und er hat einen defekten Kondensator. Denn eigentlich müsste er ja 5 Sekunden auch nach oben halten. Das heißt, ich kann jetzt wieder nach oben drücken. Jetzt geht er sogar kurz aus. Ja. Wenn ich runterfahre, sind es wieder 5 Sekunden. Ja, ist ein schönes Beispiel. Das ist perfekt. Jetzt drücke ich wieder nach oben. Manchmal geht es sogar. Jetzt geht er. Hier waren das 5 Sekunden, weiß ich nicht. Oder vielleicht gleiche Verhalten. Wie auch immer. Der ist kaputt. So, was ist kaputt? Jetzt mache ich mal. Ich mache mal das ganze Zeugs wieder weg. Und gucke mir das mal genauer an. So, was kaputt geht, oder ich habe mir das schon angeguckt, ich habe ja schon teilweise diese Schalter repariert. Was kaputt geht, ist dieser Kondensator. Dieser Kondensator, ich habe mittlerweile mal, ja, mehrere dieser Kondensatoren mal schon ausgebaut aus verschiedenen Schaltern und habe mir die mal genauer angeguckt und mal geguckt, was ist da genau los, wenn man die mit einem Multimeter. Diese Multimeter haben auch diese Kondensatormessfunktion oder einige Multimeter haben das. Wenn man die Kondensatoren durchmisst, wird man feststellen, ah ja, die haben noch 10 μF. Warum ist der eigentlich kaputt? Das kann man mit dem Multimeter nicht messen, weil das, was kaputt ist, ist der sogenannte ESR, dieser Serienwiderstand. Das will ich jetzt gar nicht groß erklären. Das kann man sich googeln, was ein ESR ist. Das ist quasi der Kontaktwiderstand vom Kondensator, der wiederum wird mit einer Frequenz gemessen. Das kann so ein Multimeter nicht. Oh, vielleicht können es einige, also meins kann es nicht. Da ist am besten so einen Komponententester zu haben. So, und wenn ich mir jetzt mal einfach mal einen dieser Kondensatoren angucke, von denen ich so bisher ausgebaut habe, spiegelt sich etwas. 10 μF. 6 Ohm, der ist grenzwertig, der könnte sogar noch gar nicht mal schlecht sein. Die meisten, die ich ausgebaut hatte, die haben alle das gleiche Verhalten und die schlecht waren, die sahen so aus. 10 μF, 27 Ohm, etwas höher, das ist schon relativ viel, das sind 7% Verlust am Widerstand. So, ich mache mal noch so ein paar mehr. Klingel ich mal durch, das geht ja schnell mit dem Teil. Sehr schönes Teil, kostet gar nicht mal viel Geld. 15 Kilo, 0,15 Kilo Ohm, das sind 150 Ohm. Ja. Auch 10 μF, also eigentlich von der Kapazität her in Ordnung, aber der ESR ist halt richtig hoch. Und das habe ich öfters gemessen, diese 15 oder diese 150 Ohm. Der war, glaube ich, richtig schlecht. Hier ist auch die Kapazität, meine ich, im Keller. Ja, das sind 8900 Nanofarad, das sind 8 μF statt 10 μF oder 8,9 μF statt 10 μF. Auch wieder diese 150 Ohm, das heißt, auch der hat einen sehr hohen Innenwiderstand. So, einen mache ich noch. Im Prinzip ist das Verhalten immer gleich. Die kaputten Teile, die ich ausgelötet habe, in der Regel haben die 150 Ohm. 15% Verlust. So, was sollte er haben? Ich habe jetzt mal einen Kondensator, den ich in der Regel zum Austauschen benutze. Das ist 10 μF, 25 Volt, 105 Grad. So, was passiert mit dem? So sieht ein Kondensator aus, wenn er frisch ist, wenn er neu ist, wenn er heile ist. 1,5 Ohm, 0,7% Verlust.
So sollte er sein. Wenn man damit austauscht, wird der Schalter wieder funktionieren. Das zweite Problem, also das, ich muss jetzt glaube ich nicht zeigen, wie man das lötet. Man muss beim Löten etwas aufpassen. Die Kontakte, ja, die sind relativ, kann man das sehen? Die sind relativ eng an den anderen Bauteilen. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, mit, insbesondere mit dieser Diode, die hier direkt daneben steht. Und dass man auch keine Kurzschlüsse nach dem Löten erzeugt hat. Das kann man hinterher aber durchmessen. Das heißt, hier muss gelötet werden. Der alte Kondensator muss raus, der neue muss wieder rein. Man muss auf die Polarität achten, ist aber kein Problem, denn die Polarität ist auf der Platine beschriftet. Hier steht ein kleines Plus, hier ist ein Minus. So, und das sollte man hinbekommen, wenn man einigermaßen löten kann. Die neuere Generation hat in der Regel nicht mehr diesen Through-Hole-Kondensator, sondern ein SMD-Kondensator. Ich habe hier zum Beispiel am ISS, das ist der Kondensator, das ist schon die neuere Generation. Der geht in der Regel auch nicht mehr kaputt. Das ist schon, das hat der Entwickler, wer ist das, EQ3 oder wie heißen die Leute? EQ3 oder wer macht EQ3? Die haben das schon erkannt und haben den Kondensator natürlich getauscht. Hier sieht man gut den Unterschied. Das ist die alte Generation und die neue Generation. Ich passe mal aus. So. Die neue Generation hat hier diesen Kondensator, die alte Generation diesen Kondensator. Der ist etwas größer, weil ich den schon getauscht habe. In der Regel ist er etwas kleiner und sieht halt so aus. So, das zweite Problem, das Relais. Das Relais ist ein Relais von, das tun wir mal weg hier, Kondensatoren weg. Das Relais ist ein Relais von Hongfa. Das kann man, wenn man es googelt, wird man es relativ schnell finden. Das Teil ist auch nicht immer zu bekommen. Manchmal gibt es das hier und da im Elektronikfachhandel, manchmal nicht. Aber es ist ja auch nicht sehr zuverlässig. Ich habe irgendwann mal gesehen, dass die neueren Generationen von Innogy haben andere Relais verbaut. Und zwar die von diese hier von Schrack. Und die benutze ich auch zum Austauschen. Die sind von den Werten her gleich. Die sind sogar von der Bauform gleich. Man kann sie eins zu eins austauschen. Das ist das Relais, was ich benutze zum Austauschen. Und das funktioniert in der Regel immer gut. Dieses Relais wird dann, das ist das Umschaltrelais. Es gibt ja ein Einschaltrelais mit zwei Pins. Wo sieht man das denn hier? Da, das hier außen ist nicht mehr das Relais, sondern das ist anderes Bauteil. Hier ist quasi das Relais, das ist der Umschalter. Dieses Pin fehlt hier quasi. Der Einschalter, sorry, das ist der Einschalter, das Pin fehlt hier. Hier ist der Umschalter. Das sieht man an diesen drei Anschlüssen. Und hier, haben wir das überhaupt gesehen gerade? Oder war ich gerade aus dem Bild heraus? So, das ist der Umschalter, das ist der Einschalter. Hier hinten sind die Kontakte für die Stromversorgung. Da muss man auch beim Löten etwas aufpassen. Denn hier sind direkt wieder Halbleiterbauelemente daneben. Hier ist ein Transistor, hier ist eine Diode. Aber sollte man hinbekommen. Das heißt, diese Lötpunkte alle mit einer Lötpumpe freilegen. Und dann kann man das Relais austauschen. In der Regel sind das die typischen Probleme, die man mit diesen ISR, ISS2 Schaltern, insbesondere der ersten Generation, hat. So, ich werde im Link nochmal reinschreiben, welches Relais ich benutze, welchen Kondensator man benutzen sollte und wer sich das nicht zutraut zu löten, wie man auch an eine Tauschplatine herankommt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. So, nochmal ein Nachtrag zu dem Video. Natürlich möchte auch jeder sehen, wie sich der reparierte Schalter verhält. Also ich habe diesen Schalter repariert, ich habe das Relais ausgetauscht, ich habe den Kondensator ausgetauscht. So, und jetzt funktioniert er so, wie er sollte. Der Rollladen fährt nach unten, 5 Sekunden, und der Rollladen fährt nach oben, 5 Sekunden. Nochmal.
Und nochmal nach oben. Der Umschalter funktioniert, der Kondensator funktioniert. So, das wollte ich nochmal gezeigt haben. Und tschüss.